Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos und heute entführt uns Niklas in seinen Uraki Park. Dieser ist ein Tropenzoo, inspiriert vom Koali Zoo. Niklas hat circa ein halbes Jahr Arbeit in diesen Zoo gesteckt. Er ist nicht allzu groß, aber dafür sehr detailliert gebaut. Uns erwarten Highlights wie das Eingangshotel und vor allem das Affentheater. Und jetzt würde ich sagen, ohne langes Gerede, besichtigen wir den Uraki Park von Niklas. Und schon sind wir da im Uraki Park von Niklas. Und das erste, was wir sehen, ist ein riesiges Eingangsgebäude. Das sieht richtig gut aus. Das könnte sogar schon dieses Hotel sein, was du erwähnt hattest in den Highlights. Ah, die Farbkombination sieht nice aus. Du hast super sorgfältig gearbeitet. Die Verzierungen sind schön, das Gebäude hat sehr viel Tiefe, dadurch, dass du hier so Balkone eingebaut hast und ja, richtig nice. Die Türme sehen auch richtig cool aus, so schön abgerundet. Toller Gebäudestil. Hier vorne so ein bisschen Wasser. Und hier rechts dann einiges an Bepflanzung. Also man kann jetzt rechts und links lang gehen. Ich würde sagen, wir gehen links lang, weil da ist ein Wasserfall. Der spricht mich dann doch ein bisschen mehr an. Oh, das ist mega schön. Das ist hier auch so ein riesiger Platz mit Blumen und Kakteen. Ich finde es auch cool, dass du den Weg hier so durchgeschlängelt hast und nicht einfach straight zum Eingang gemacht hast. Dass hier schon sehr atmosphärisch ist. Kleine Blätter, Musik. Wirklich wundervoll. Wird von oben wahrscheinlich nochmal richtig, richtig nice aussehen. Diese ganzen geschlängelten Blumen. Sieht ja auch mal richtig schön aus. So, und jetzt geht's hier hinein. Bin ich ja mal gespannt, was uns in diesem riesigen Gebäude erwartet. Oh, schaut euch das mal an. Das ist echt gigantisch. Sieht so schön aus. Geh mal hier hinein. Das ist wahrscheinlich Mitarbeiter. Ja. Direkt erstmal den falschen Eingang nehmen. So, jetzt gehen wir aber durch den Haupteingang. Wo wir drehen uns noch einmal um. Mega cool. Ah, okay, hier gibt's Tickets. Vielleicht ist es doch nicht das Hotel. Vielleicht doch nur ein Eingangsgebäude. Einmal einchecken, bitte. Aber ganz schön beeindruckend für ein Eingangsgebäude, muss ich sagen. Okay, Uraki Dorf, WC, Elefanten, Pagoda, Affentheater, Mampfmeile, Affentheater, Lamas. Das heißt, es ist hier wahrscheinlich ein Rundweg auf jeden Fall. Da kann ich mich nicht verlaufen, weil Affentheater war auf beiden Seiten angeschlagen. Hier schon das erste Gehege. Mega schön. Wasserfall. Toll bepflanzt. Höhenunterschiede. Im Hintergrund wieder so einen schönen Turm zu sehen. Wieder im gleichen Gebäudestil wie das Eingangsgebäude. Das ist toll. Man kommt in den Zoo und hat direkt so einen schönen Eindruck. Oh, da geht's schon weiter. In das Uraki-Dorf. Ich würde aber sagen, wir schauen uns nochmal eben den Eingang von oben an kurz. Das sieht richtig, richtig cool aus. Die Blumen sehen mega nice aus, das Wasser sieht cool aus und auch dieses beeindruckende Gebäude. Frag mich, ob das nur Eingang ist oder wirklich schon dieses Hotel. Also für mich sieht das nach einem Hotel aus. Hier sind die Balkone, die einzelnen Zimmer. Hier oben ist sogar auch eingerichtet, da kann man sich sogar hinsetzen. Also ich glaube schon, dass das auch das Hotel ist. Ist für mich definitiv ein Highlight. Ein wunderschönes Gebäude. Und natürlich hier der Wasserfall noch. Echt richtig schön gestaltet. Oh, da ist auch voll viel Wald im Hintergrund noch. Das finde ich auch toll. Aber selbst hier ist so viel Liebe zum Detail drin. Obwohl man das eigentlich kaum sieht. Nur so als Hintergrund-Deko. Richtig schön. Auf der anderen Seite hast du auch nochmal ein bisschen Wasser untergebracht. Aber dieser ganze Platz ist sehr beeindruckend. Kann man nicht anders sagen. So, und das war ja das Löwengehege. Das hatten wir ja gerade auch schon gesehen. Auch super interessant mit den Höhenunterschieden. Wasser fließt hier durch. Löwen können dann einmal hier hochlaufen. Ihr Geschäft erledigen. Und in den Turm sogar rein. Ah, okay. Da ist dann der Schlafplatz. Und da kann man sogar auch nochmal gucken. Da werden wir wahrscheinlich noch hinkommen. Und jetzt geht's weiter zum Uraki-Dorf. Bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Frag mich, ob Uraki irgendeine Bedeutung hat. Auf irgendeiner Sprache.
Oder ob das nur einfach ein ausgedachter Name ist. Toilette. Auch wieder hier schöne Musik. Da fühle ich mich gleich heimisch. Sehr idyllisch hier. Plätschern im Hintergrund. Oh, wie schön. Richtig cool. Das sind diese Wasserspender, die so tropfen. Die im Gehege normalerweise sind. Die hast du ja eingebaut. Das sollen wahrscheinlich Seifen sein oder sowas. Handtücher. Steckdosen auch für den Föhn. Hier ist nochmal Desinfektionsmittel oder so. Oder ein Händetrockner. Ich weiß es nicht. In diesen Zeiten wäre ja Desinfektionsmittel nicht schlecht. Mega schön gestaltet. Hier haben wir die Info. Man kann in jedes Gebäude rein. Das ist ja cool. Infoschilder. Solche kleinen Objekte hast du übrigens aus dem Workshop, hast du geschrieben. Aber ansonsten hast du relativ wenig Workshop-Objekte benutzt. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm mit den Workshop-Objekten. Gerade bei so Tafeln und Ferngläsern und, lohnt es sich ja in den Workshop zu schauen. Boah, der Wasserverlauf ist richtig gut gemacht. Man sieht keine einzige Düse. Und es sieht super realistisch aus. Nicht schlecht. Hier kann man dann sogar nochmal von der Info ins Löwengehege schauen, auch wenn hier gerade keiner ist. Doch, da. Hier am Eingang ist sogar so ein Fußabtreter. Okay, Toilette waren wir gerade. Souvenirs. Ich finde es sehr praktisch, dass du alle Gebäude beschriftet hast. Oh, kleiner süßer Souvenirladen. Oh, so stelle ich mir das vor. Richtig schön bunt, alles vollgeklatscht mit Deko und Souvenirs. Und dann gibt es hier zwei Kassen, auch sehr passend. Ist so wirklich richtig schön gestaltet. Hier ist die Brücke. Und der Wasserfall, aus dem das Wasser kommt. Auch schön beleuchtet, da müssen wir unbedingt bei Nacht nachher noch schauen. Oh, diese Details, ne? Hier ist so ein Steg, hier ist sogar so eine Leiter nach unten, dass man zu den Booten kommt. Das Boot ist angebunden. Und da kann man nochmal chillen. Richtig nice. Restaurant, was haben wir hier? Okay, das scheint wahrscheinlich ein Mitarbeitergebäude zu sein. Ja, wir gehen trotzdem mal hier auf den Steg. Was ist das idyllisch. Unglaublich, diese Liebe zum Detail. Ich finde es cool. Also du hast halt ein bisschen kleiner gebaut, dafür mehr Liebe zum Detail. Finde ich richtig gut, die Entscheidung. Was haben wir denn hier? Das ist das Restaurant, ne? Ja. Oh, hier sind so Sitzecken mit Scheiben drin. Richtig cool. Kann man da nochmal rausgucken. Sieht ein bisschen nach Asia-Restaurant aus. Im Stil. Oh, cool. Und hier kann man dann auch nochmal in den Außenbereich. Ja, das ist so wunderschön hier. Mit den Teppichen. Und die Bänke und so, die hast du auch selber gebaut. Die habe ich so noch nie gesehen. Das sind wahrscheinlich richtige Bänke, die du einfach eingebaut hast. Der war richtig toll aus. Wow. Also hier würde ich gerne essen. Direkt beim plätschernden Wasserfall. Das ist ja so schön. Da geht es auch, glaube ich, nach oben noch. Ich weiß gar nicht, ob wir da hinkommen. Ich glaube nicht. Ich sehe zumindest keine Leiter nach oben. Ein kleines, süßes Dorf. Aber richtig schön gemacht mit dem fließenden Wasser. Insgesamt nur 5 Gebäude. Aber 5 sehr tolle Gebäude. Echt schön gestaltet. Voll krass, dass du sogar hier oben die Balkone und alles gestaltet hast. Wo man da gar nicht hin kann. Also so viel Liebe zum Detail. Echt schön. Jedes Gebäude ungefähr im gleichen Stil, aber sieht trotzdem anders aus. Gefällt mir richtig gut. So, aber weiter geht's jetzt hier vorne. Diesen schön geschlängelten Weg nach oben. Auch nicht zu steil. Der ist perfekt. Keine Kanten oder Ecken drin. Und die Bordsteine auch richtig schön selbst abgesteckt und gebaut. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist ein weiteres Gehege. Katas, Waris und Kapuzineräffchen. Oha. Irgendein kaputter Dom oder Tempel? Das müssen wir uns nachher mal von oben anschauen. Sieht auch wieder nach einem gigantischen Gebäude aus. Aber die Tiere kann man super sehen. Ein schöner Wasserfall. An Wasserfällen hast du auch nicht gegeizt. Finde ich aber gut. Wasserfälle sind was Tolles.
Oh, indische Elefanten haben wir hier auch noch. Auch richtig schön gemacht hier mit dem Wasser. Und dann hier den Ausguck. Toller Unterstand. Höhenunterschiede, super bepflanzt. Also es ist wirklich so sauber gearbeitet. Viel besser geht's gar nicht. So, wir gehen hier auch nochmal außen rum. In das Gehege laufe ich jetzt mal nicht rein. Das gucken wir gleich uns von oben an. Würde ich sagen. Das ist wieder ein Wasserfall. Also Wasserfälle hast du ohne Ende. Oh, Affentheater. Das scheint halt wirklich so ein runder Dom oder sowas zu sein. Gehen wir da mal hinein. Jetzt auch eins der Highlights. Da bin ich echt gespannt. Hier kann man auch lang. Ja, hier könnte man dann schon die Äffchen sehen. Mit etwas Glück, bevor man hineingeht. Dieser Seite auch? Ja, auf dieser Seite auch. Auch alles abgezäunt. Das wird Mitarbeitergebäude sein. Und jetzt gehen wir hinein ins Affentheater. Oha. Da bin ich. Musik. Ah, wie schön. Oh. Okay, krass. Das ist sowas wie ein Kolosseum. Also man konnte sich wahrscheinlich auf die Stufen hier draufsetzen und in der Mitte findet dann eine Show oder sowas statt. Mega schön gemacht, der Boden. Richtig schön verwuchert, auch wenn es hier ein bisschen flackert. Leider. Es poppt so ein bisschen auf das Gras, aber das macht ja nichts. Liegt am Planet Zoo. Halt so ein alter, kaputter Dom. Voll schön. Sieht bestimmt mega nice von oben aus. Oh, das ist so ein Fahrstuhl hier, ne? So ein Lift. Ey, das ist echt krass, wie cool diese Ruinen aussehen. So, was haben wir hier? Ist das ein zweiter Eingang? Oh ja, tatsächlich. Ich glaube, da sollten wir nicht lang gehen. Aber natürlich schauen wir jetzt erstmal von oben. Also das hier war das Elefantengehege. Richtig gut gemacht. Oh, hier ist sogar noch Underwater Viewing, glaube ich. Ja, hier ist sogar noch ein kleines Stück Underwater Viewing. Aber da kommen wir gleich noch hin. Voll schön mit diesem ganzen plätschernden Wasser. Und auch der Unterstand. Ja, nice. Sogar noch mal so ein kleiner Brunnen zum Trinken drin für die Elefanten. Kleine Schlammecke. Und jetzt gucken wir uns mal von oben das Affentheater an. Wow. Okay, das ist krass. Das ist halt ein richtig krasses Kolosseum, was auseinanderbrökelt. Oh, wie viel Arbeit hier reingeflossen muss, sein muss. Voll schön. Und hier können die Affen auch hoch. Wahrscheinlich können die hier die Seile hochklettern, ne? Und hier können die dann auch nochmal schlafen. Oh, da klettern die auch noch lang. Hier haben die nochmal so eine Leiter auf einem großen Baum. Und da hinten können die auch rüber. Oha. Okay. Das ist hier alles noch, was wir noch nicht gesehen haben. Aber ich kann es gerade nicht abwarten, hier lang zu fliegen. Oh, wie cool das alles aussieht. Da werden wir gleich aber alles noch in Ruhe lang gehen und besichtigen. Ich würde jetzt sagen, wir gehen hier lang. Richtung WC ist immer gut. Kleine Pandas, Hippohafen, Krokodile. Ich glaube, so klein ist der Zoo gar nicht. Okay, schauen wir doch mal hier. Oh, sogar mit den neuen DLC-Sachen. Hier ist dieses rostige Geländer. Und auch die neuen DLC-Pflanzen vom Australia Pack. Oh, hier sind, glaube ich, sogar Koalas drin. Ja, das sind Koalas. Da planschen sie. Weil hier sind diese Futterspender. Und noch besser, jetzt haben wir sogar die neuen Tiere hier drin. Das ist ja richtig cool. Voll schön gemacht hier das Haus. Tolles Gehege. Gab es jetzt wieder eine Abzweigung? Oh Gott, ich werde mich verlaufen. Hier war das Underwater Viewing, was wir gerade schon angeschaut hatten. Toiletten. Auch hier ist gestaltet. Also du hast wirklich jedes Gebäude von innen und von außen gestaltet. Und hier haben wir den roten Panda. Mega cool hier mit den ganzen Ranken und den roten Blumen und grünen Blumen. Richtig schön aus. Und ein riesiger Baum als Highlight. Ein selbstgebauter. Guckt euch mal diesen Baumstamm an. Der ist echt monströs. Heftig. War cooles Highlight. Ich finde es auch cool, wie man hier einmal drum herumlaufen kann.
und so ins Gehege schauen kann. Okay, wir gehen mal hier außen rum. Hier haben wir den Hippo-Hafen. Oh, das ist eine Bootstour. Oh, das ist ja auch schön gemacht hier. Der Eingangsbereich. Hier so mit so einem Holzweg runter. Und richtig interessant bepflanzt. Ich würde fast sagen, dass wir diese Bootstour mal machen. Ich habe schon ewig keine Bootstour mehr gemacht. Und bei so viel Liebe zum Detail lohnt sich das mit Sicherheit. Und los geht die wilde Fahrt. Oh, da sind schon Hippos. Ist das auch hier ein Hippo? Kamera dreht sich direkt. Ja, das geht mir immer echt ein bisschen zu schnell bei diesen Touren. Habe ich ja schon oft gesagt. Das ist ja cool. Hier kann man sogar ins nächste Gehege schauen. Leistenkrokodile sind da. Ja, ist halt echt schade, dass man auch nicht so Stopps oder so einrichten kann. Dadurch übersieht man halt so unglaublich viel. Gehen wir schnell in eine andere Kamera. Sehen wir zumindest ein bisschen mehr. Ist nämlich wieder sehr viel Liebe zum Detail drin. Das ist ein kaputtes Auto und so ein kleines Camplager. Kann man dann ins nächste Gehege schauen. Pandas. Das ist echt cool, dass man von der Bootstour aus nochmal in die anderen Gehege schauen kann. Obwohl man eigentlich gerade durchs Hippo-Gehege fährt. Wieder ein schöner Wasserfall. Und auch hier. Einmal baden. Schön nass werden. Richtig cool. Auch schön, dass man überall so unten durchfährt, durch die Felsen. Das ist immer toll. Hier ist der Schlafplatz. Da schläft auch gerade ein Hippo. Da kommt man dann nochmal zu einem großen Wasserfall. Ich will gar nicht wissen, der wievielte Wasserfall das schon ist. Aber ich liebe Wasserfälle. Davon kann man nicht zu viele machen. Finde ich wirklich super. So, und das war's schon. Klein, aber fein. Schauen wir jetzt nochmal ganz kurz von oben. Das geht mir echt immer ein bisschen zu schnell. Das finde ich echt schade, wie es hier liegt. Und wackelt mit seinem Schweif. Also wirklich super interessant, dass man hier immer überall durchfährt. Und ich finde es auch toll, dass du quasi nur durch ein Gehege fährst, aber noch den Blick in zwei weitere Gehege uns gewährst. Oh, das ist hier sogar so ein Tor. Glaube ich. Ah, diese Liebe zum Detail, ne? Hammer. Sogar so eine Axt. Achso, falls ihr den Zoo nochmal ein bisschen genauer entdecken wollt, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr den gerne ausprobieren. Also das finde ich echt cool gemacht, dass man hier reingucken kann ins Panda-Gehege. Hier kommt man dann den Leistenkrokodil noch beim Schlafen zu sehen. Was ich mir echt wünschen würde, wäre, dass man ja so Stopps einlegen könnte für die Station. Also hier für die Fahrt. Oder auch die Geschwindigkeit regulieren könnte an bestimmten Stellen. Dass man hier zum Beispiel ganz langsam vorbeifährt oder dass das Boot kurz anhält oder so. Dann könnte man das ein bisschen mehr genießen. Weil es geht echt teilweise immer ein bisschen zu schnell. Deswegen bin ich da auch nicht so der große Fan von diesen Zugfahrten und Bootsfahrten. Echt schade. Diese Liebe zum Detail ist aber echt toll. Hat man alles gar nicht gesehen gerade. Das mit diesen, ja, Windspielchen fand ich auch sehr schön. Wieder hier nach oben. Das ist echt toll gemacht hier mit dem Weg. Oh, was fliegt denn da? Was ist das? Okay, keine Ahnung. Scheint irgendein Platzierungsfehler zu sein. Das kann vorkommen. Oh, hier kann man auch nochmal schauen. Das habe ich gar nicht gesehen, dass hier auch nochmal so ein Schlafplatz ist für die Hippos. Aber cool. Leistenkrokodile. Jetzt sehen wir das Gehege. Was ist denn das? Das sieht aus wie so ein Staudamm. Und hier fließt das Wasser durch. Cool. Das habe ich auch im Planet Zoo noch nie gesehen. Schon wieder echt beeindruckend, was man hier an Gebäuden sieht. Hier den Staudamm. Hier nochmal so ein cooles, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Da auch nochmal ein krasses Gebäude. Und hier hinten auch nochmal. Das sieht aus wie so ein begehbares Gehege. Oh, das sieht ja auch schön aus hier, der Weg. Richtig cool mit diesen Asia-Pflanzen. Ist das eigentlich Flieder oder sowas? So ein bisschen so aus. Nee, ist es aber wahrscheinlich nicht. Lida ist ja nicht asiatisch unbedingt. Gut, dass ich mich mit Pflanzen so gar nicht auskenne.
Oh, hier hat man jetzt nochmal einen Blick in das Hippo-Gehege. Genau, und hier ist das Panda-Gehege. Kommen wir bestimmt auch noch hin. Also ich muss echt sagen, dass ich so dein Zoo gar nicht so klein finde. Bis jetzt ist der echt riesig. Sowas finde ich immer toll, dass man nochmal durch die Bäume und sowas in die Gehege schauen kann. Oh ja, hier geht's runter. Hab ich fast übersehen. Oh, wie schön das ist. Guckt sie euch an, wie sie alles mampfen. Das ist echt ein tolles Bild. Gehen wir mal näher ran. Oh, ist das toll. Oh, ist der vernarbt. Und der hier auch. Diese Geräusche. Mampf, mampf, mampf. ASMR mit Pandas. Die haben auch einen sehr schönen Schlafplatz hier. Voll cool eingebaut. Mega beeindruckend, diese ganzen Berggipfel mit Bäumen drauf. Boah, das ist auch wieder ein cooler Pfad hier. Wo es entlang geht. Wow. Voll schön. Wirklich jede Ecke und jeder Winkel ist hier wunderschön gestaltet. Steht da? Panda Bar. Ah. Ja, mega cool. Auch so asiatische Schriftzeichen. Oh, und die ist auch richtig schön gestaltet. Wie hast du denn das gemacht? Ach so. Ich dachte gerade, das wäre echt ein Laden, aber das ist einfach nur ein platzierter Mitarbeiter dahinter. Richtig cool. Hier kann man sich dann hinsetzen. Und hier hinter kann man sogar nochmal langlaufen. Zu so Ferngläsern. Und nochmal runterschauen. Wirklich wundervoll. Jetzt schlafen sie alle nach dem Mampfen. Ah, okay. Wir sind sogar quasi hier wieder rausgekommen. Das ist ja super. Und hier geht es dann weiter. Ich glaube, das ist hier der Staudamm. Aber bevor ihr den seht, schauen wir nochmal kurz hier von oben. Das war das rote Panda-Gehege mit diesem gigantischen Baum. Oh mein Gott. Oh, hier seht ihr auch den Staudamm. Der Baum ist halt heftig. Oh, der ist wirklich riesig. Zoom jetzt hier auch schon mal drauf. Das ist der Staudamm von außen. Das ist echt cool. Hier oben fließt dann auch das Wasser gegen. Habe ich echt noch nie gesehen im Planet Zoo. Finde ich aber richtig nice. Voll schön. So, und das Panda-Gehege natürlich. Das hatten wir hier. Das haben wir ja gerade schon zu Genüge gesehen. Wir fliegen aber nochmal ganz kurz hier rein. Schau mal, wie es hier aussieht. Licht an. Oh, hier schlafen sie dann. Hier haben sie ihre Dunkelheit und ihre Klimaanlagen. Sehr schön. Und jetzt geht es über den Staudamm. Haben wir ja gerade schon von oben gesehen. Oh, hier hat man nochmal so eine schöne Aussicht. Auf der anderen Seite ist natürlich das Wasser, was gestaut wird. Bis da hinten ist gestaltet. Nicht schlecht. Hier sind auch nochmal Ferngläser, damit man in die Ferne schauen kann. Und hier sind auch überall diese Scheinwerfer. Bin ich echt bei Nacht gleich gespannt. Das machen wir ganz am Ende. So, wo geht's denn jetzt hier hin? Oh, chinesische Schuppentierchen. Haben wir hier. Oh, auch sehr süß mit diesen... Was ist das? Ahornblätter oder so? Da hinten laufen sie. Coole Idee, nochmal so als Vorgarten für dieses riesige Gebäude. Was ist denn das jetzt hier? Safari-Haus. Irgendwie gibt es hier noch voll viel zu entdecken. Okay, Vivarien-Tempel. Das sieht auch so cool aus, das Haus. Mega sorgfältig gearbeitet. Sieht richtig schön aus. Vivarien-Tempel. Da gehen wir jetzt hinein. Oh, okay. Der Boden ist nice. Die Decke ist nice. Die Wand ist nice. Und du hast hier nicht nur Vivarien. Du hast hier sogar selber noch große Vivarien, sag ich mal, gebaut. Mit Schildkröten. Ein Wasserfall. Und die Dinger sehen ja cool aus hier. Diese Unterstände. Richtig schön. Auf der anderen Seite haben wir... Ah, hier ist der Innenbereich für die Schuppentierchen. Also es ist nicht nur der Vorgarten. Hier sogar solche Holzboxen als Schlafplätze. Hier sind dann die Vivarien eingebaut. Ja, die Tiere werde ich jetzt nicht alle durchgehen. Da seht ihr einen schrecklichen Feigefrosch. Könnten jetzt ja mal wieder Vivarientiere raten, aber na, ich finde sie leider nicht spannend genug. Ist aber echt cool eingebaut mit diesem dunklen Holz. Doch hier diese... Ah, das sieht... Voll nice aus. Ich finde das auch cool mit den Schildern, wie du die hier eingebaut hast. Also hier gibt es jede Menge Vivarientiere zu sehen.
Werden jetzt aber hier nicht überall reingucken. Gecko John Smith Gumbula. Okay. Cassowary. Ach, das ist einfach das, der Vogel, ne? Der heißt, glaube ich, auf Englisch Cassowary. Den deutschen Namen schon wieder vergessen. Kasua, ne? Kann die Kasua? Kasua, irgendwie sowas. Helm-Kasua, glaube ich. Skorpione. Wie cool diese Dinge aussehen, die Gehege. Ich glaube, das liegt aber daran, dass die so anders aussehen, weil du hier hinter so eine andere Wand hast, als sie da normalerweise ist. Doch die Beleuchtung, da ist die normal? Ist mir nie so aufgefallen, aber ich denke schon. Ich wüsste nicht, was für Lampen das sonst sind. Echt schön gestaltet hier. Super stimmig von den Farben, vom Boden her, von dem dunklen Holz. Dreaming Country. Kunst hast du auch benannt. Wow, nice. Da gibt es auch noch einiges zu entdecken. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Oh, das ist auch cool. Solche Vitrinen nochmal, wo man dann irgendwelche Sachen noch drin sieht. Welche Amulette oder irgendwelche Fossilien oder sowas. Sehr coole Idee. Kann man auch nochmal von der anderen Seite in dieses Gehege schauen. Die haben sogar auch einen Außenbereich. Und jetzt gehen wir in die Schlangengrube. Werden wahrscheinlich dann alle Schlangen untergebracht sein. Wow, auch sehr cool gemacht. Oh, ich kann hier gar nicht weiter. Schade, schade. Zoomen wir mal ran. Die Schlange ist hier echt cool verziert. Die hat eine coole Farbe. Ist das ein Albino? Boah, Konstriktor habe ich noch nie in so einer hellen Farbe gesehen. Abgottschlange. Kann man das irgendwo sehen, ob die Albino oder so ist? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe sie noch nie so hell gesehen, die Abgottschlange. Ich wusste auch gar nicht, dass man Schlangen mischen kann. Wartet mal. Ah ne, es sind beides Abgottschlangen. Okay. Ah, hier ist das falsche Schild vor. Ah, okay. Deswegen war ich verwirrt. Hier ist nämlich ein Boa-Konstriktor-Schild vor. Oder ist die Abgottschlange die Boa-Konstriktor? Ich habe doch keine Ahnung. Reptilienschlange und sowas. Da kenne ich mich nicht aus. Ist aber richtig schön gemacht hier. Wirklich mega beeindruckend, der Vivarien-Tempel. So, hier ist der Vorgarten nochmal für die Schildkrötis, habe ich mir schon gedacht. Und jetzt geht's hier auf dieser Seite weiter. Krokodile, Safari-Zone. Oh, ich glaube, wir gehen mal hier lang. Ich habe ein bisschen Angst, mich zu verlaufen jetzt. Aber wir kriegen da schon alles hin. Nochmal ein Blick auf die Krokodile. Warane. Ah, okay. Hier geht's nochmal in ein Haus rein. Oh, das ist ein Indoor-Gehege. Wahrscheinlich für Mischgehege. Afrikanische Tiere. Jetzt zwar gerade nur Zebras. Das ist cool gemacht hier mit den Baumstämmen. Aber ich gehe davon aus, dass hier auch noch andere Tiere drin sind. Bei Zebras kann man ja wunderbar kombinieren. Ja, hier sind auch Giraffen, Strauße. Sehr schön. Hier hat man dann den Ausblick, den ersten. Das Gehege. Ich glaube, jetzt kommen wir hier wieder hoch. Dann erschließt sich alles. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wir können uns nicht verlaufen. Das ist super. So, hier sind wir gerade abgebogen. Das hatten wir ja schon gesehen. Wobei ich hier gar nicht rausgeguckt habe. Ja, da sieht man wunderschön die Tiere. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Hier hat man auch nochmal so eine kleine Glasfront. Und jetzt kommen hier Nilwarane und Komodowarane. Das ist ein Mischgehege. Könnte ich mir vorstellen. Ja, sieht so aus. Hier ist ein Nilwaran. Da hinten sind Komodowarane. Oh, die Tiere sind ja sogar direkt hier. An der Scheibe. Oh, cool. Ist nochmal so ein Dach. Und Underwater Viewing für die Warane. Ist auch alles sehr schön gestaltet. Auch unter Wasser. Dann geht's hier wieder hoch. Was haben wir hier?
dürfte das nächste Gehege sein. Aber ich sehe das Tier noch nicht. Okay. Panzernashörner. Stecken sich. Da schläft es nicht. Das ist ein Reifen. Aber auch wundervoll gestaltet. Schlafen wahrscheinlich gerade oder so. Da ist es. Ein seltenes Exemplar. Naja. Muss ich ja nicht jedes Tier zeigen. Auch sehr coole Idee, einfach den Baum hier so einzubauen mit Erde und ein paar Steinen. Die Bremer Stadtmusikanten. Ja, da fehlt aber noch was, oder? Ach, lol. Wieso hatten das Hippo so ein Reh da drin? Ist da nicht normalerweise noch eine Katze oben drauf? Ah, die Tiere stimmen sowieso nicht, ne? Aber finde ich coole Idee. Das vierte Tier einfach im Maul vom Hippo. Ah, jetzt sind wir hier auf dieser Seite. Das hatten wir ja vorhin schon gesehen. Das ist das Affentheater hier. Hier geht es dann über diese coole Brücke. Auch wieder überall Wasserfälle. Waren wir hier vorhin? Glaube nicht. Dann müssen wir aber gleich nochmal zurück. Das habe ich, glaube ich, verpasst. Ich habe leider ab und zu solche Loading-Lags. Das ist halt Planet Zoo. Aber die werde ich für euch hoffentlich rausschneiden. Ansonsten müsst ihr damit klarkommen. Oh, ein Eisladen. Eiszeit. Na, wie schön. Hier geht's dann wieder zurück. Genau, hier waren wir vorhin. Sind dann hier abgebogen. Ich glaube, dann haben wir uns nicht verlaufen, weil hier vorne kommen wir jetzt nämlich nochmal rüber, wo ich gerade hin wollte. Hier waren nochmal die Koalas. Rechte Seite waren die Warane. Hier geht's nochmal. Einmal kann man hier nochmal die Warane beim Schlafen sehen. Davor sind wir vorhin lang gelaufen. Sieht man sogar gerade eine Giraffe, zwei, im Hintergrund. Und wir gehen jetzt hier hoch. Ich weiß nicht, was das hier ist. Keine Ahnung. Oh, okay. Nochmal so ein Chillbereich. Sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Musik. Riesige Wasserfontäne. Hier hat man nochmal eine wunderschöne Aussicht. Und wieder zurück bei den Nashörnern. Sind sie denn jetzt da? Hallo? Ist hier überhaupt Tiere drin? Ja, da. Kein Wunder, dass wir es nicht sehen. Ist irgendwo dahinter versteckt. Ja gut. Lassen wir es. Wenn es seine Ruhe will. Mampfmeile. Das klingt gut. Wir gehen erstmal hier rechts. Ich finde das sehr schön, dass du immer so verwinkelte, kleine, enge Pfads, ist das die Mehrzahl? Pfade, ne? Pfade gemacht hast. Wo die Pflanzen so rüberwuchern und die Felsen. Ist richtig schön. Wieder hier wunderschön abgerundet. Und hier kann man dann nochmal von dieser Seite schauen. Die Äffchen hier rüber toben. Auch ein absolutes Highlight hier, das Affentheater. Mega beeindruckend. Das Erste, was man macht, wenn man essen will in Ruhe, Kinder abliefern. Hier haben die auch schöne Schaukeln, einen Fußball und ein riesiges Klettergerüst. Coole Idee, diese Dinger einfach, ja, wie diese Griffe zu verwenden für die Kinder. Tolle Rutsche haben sie auch. Und mit etwas Glück können sie sogar die Nashörner sehen. Da ist es sogar. Guck mal, die Kinder haben Glück. Die können das nämlich sehen. Nice. Also das ist ja wohl mal ein Traum für jedes Kind. Wenn man dann noch ein Nashorn nebenan sieht. So, und hier gibt es jetzt einige Geschäfte, wo man sich Essen holen kann. Und noch ein riesiges Grillhaus. Oh, wie lecker das aussieht. Oh, ich krieg Hunger. Ich stelle mir gerade vor, wie hier mein schönes Steak gebrutzelt wird. Voll cool, wie du den Grill hier gebaut hast. Richtig nice aus. Kommen mir die Funken da ab und zu raus. Komm. Da kann man nur Hunger kriegen, oder? Richtig coole Ideen. Also ich könnte mir vorstellen, nach deinem Zoo haben wieder viele Leute Angst, ihren Zoo einzusenden. Aber Leute, da braucht ihr keine Angst haben. Das ist natürlich hier wieder ein Weltklasse-Zoo. Den kann ich schon wieder betiteln mit der beste Zoo, ne? Das ist unglaublich. Also so heftig gut ist dieser Zoo. Einfach Hammer, was ihr so auf die Beine stellt. Ich kann da schon verstehen, die Leute, die sagen, ja, nach dem Zoo traue ich mich nicht mehr, selber einen Zoo zu bauen. Oder wenn man dann sagt, ja, irgendwie die Sachen, die ich angefangen habe zu bauen, sind nicht mal ansatzweise so gut. Halt wirklich beeindruckend. Sind wir bei den Löwen, glaube ich, ne? Das ist diese Rückseite. Genau.
Hier ist der Schlafplatz. Jetzt haben wir nämlich einmal gleich den Rundweg geschafft. Hier ist auch nochmal ein Gehege. Oh, hier sind die Lamas. Mit Flecken. In einem riesen Wasserfall. Könnte es auch sonst sein. Ja, sehr, sehr cool. Da kommt es. Ich habe wahrscheinlich sehr viel übersehen bei der Liebe zum Detail. Aber wie gesagt, das Ganze ist unten in der Videobeschreibung. Schaut da einfach vorbei. Wir haben natürlich jetzt nochmal einiges abzuchecken von oben. Unter anderem hier den Vivarien-Tempel. Ein sehr gelungenes Haus. Richtig cool wieder aus. Ich finde das auch cool mit diesen Fenstern, da so natürliches Licht reinkommt. Das ist echt nice. Ah, gibt so viel zu entdecken. Das ist auch sehr schön hier gemacht. Und mit der Brücke dann. Ah, die ganzen Gehege. Hier die Fressmeile. Ja, Leute, ich zeige es euch mal einfach komplett von oben. Das war der Zoo. Gar nicht mal so groß, aber dadurch, dass du alles so schön dekoriert hast, habe ich mich jetzt echt lange da drin verloren. Und ich habe es geliebt. Also wirklich toller Zoo. Sehr, sehr beeindruckend. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die Nachtbesichtigung. Das hier ist das Eingangsgebäude und Hotel. Bin mir ziemlich sicher, dass es auch das Hotel ist. Macht ja auch Sinn. Wird schön beleuchtet. Mit verschiedenen Farben. So, jetzt muss ich nur mit der Kamera klarkommen. So. Hier haben wir das Dorf. Auch sehr schön beleuchtet. Überall Wegelaternen. Gut, die Gehege sind nicht beleuchtet. Das finde ich aber eigentlich immer ganz gut. Ist sogar noch mal eine Fackel oben drauf. Und dann hier dieser riesige Tempel. Also absolut krass, wie der aussieht. Auch nochmal so rotes Licht bei den Eingängen. Und dein Zoo läuft auch noch verdammt gut, dafür, dass der so detailreich ist. Ich glaube, viel größer hätte man den auch nicht bauen dürfen. Oh, das sieht echt nice aus. Hier schön beleuchtet. Staudamm. Oh, der Vivarien-Tempel, der scheint ja, der strahlt ja. Da gehen wir jetzt aber nochmal schnell hinein. Der ist ja richtig gut ausgeleuchtet. Hier ist ja, als wenn es Tag wäre. Das ist ja richtig perfekt. Wie hast du das denn so gut hinbekommen? Und wenn man hier drin ist, ist der auch nicht überstrahlt. Es fühlt sich echt gut an, hier drin rumzulaufen. Okay, das ist echt cool. Alles richtig schön, super ausgeleuchtet. Obwohl es draußen stockduster ist. Muss man auch erstmal hinkriegen. So, haben wir hier noch was übersehen? Ist auch noch ein paar Laternen drin. Bin natürlich immer so Scheinwerfer toll. Oh, sowas ist cool. Sowas liebe ich, wenn man Wasserfälle beleuchtet. Wunderschön. Und bei den vielen Wasserfällen kann man das ja auch sicherlich oft anwenden. Okay, ich glaube, ich hoffe, ich habe hier jetzt nichts übersehen. Definitiv wieder einer der heftigsten und besten Zoos, die ich bis jetzt gesehen habe. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Niklas fandet. Und falls ihr euch noch traut, einen Zoo einzusenden, das könnt ihr euch ruhig trauen, auch wenn er nicht ganz so krass ist. Und in der Videobeschreibung findet ihr dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen guten Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.